ewiges Feuer. Warum ich? Benimm dich, Hexer! Irgendwas an dir stinkt, finde ich. Gib mir einen Namen, dann lasse ich euch frei. Was gibt's da noch zu überlegen? Fesselt den Bastard! Er wollte mich ermorden! Wer da? Der Hexer Geralt. Komm rein. Der Boss wartet oben. Erzählst du uns endlich, worum es hier geht? Sobald, Geralt. Baratonga. Verdammt! Wenn du die Klappe nicht auf... Hexer, endlich. Jetzt, da wir alle versammelt sind. Versammelt und am Arsch. Warum hast du uns gerufen? Raduvid sitzt auf seinem Schiff, da kommen wir nicht an ihn ran. Ich hab's dir gesagt. Schluss damit. Ich weiß, wie wir ihn an Land ziehen. Aber zunächst bekennen wir unsere Sünden. Ich habe Philippa Eilhardt in unseren Plan eingeweiht. Asche auf mein Haupt. Super! Scheißverdammt super! Na, na, das ist keine Katastrophe. Die Frau Zauberin wird den Mistsack wohl kaum warnen. Außerdem will sie uns helfen, ihn umzubringen. Ich wäre mit sowas natürlich nie einverstanden. Aber Phil hat mich inspiriert. Nennt sie meine Muse. Inspiriert zu was? Geduld. Wir sind noch nicht beim Kern der Sache. Geralt, entsinne ich mich richtig, dass Raduvid dich angeheuert hat, um Philippa zu finden? Du bist neugierig. Das geht mir auf den Sack, klar? Weiß ich. Vergib mir. Es liegt am Beruf. Nein, du bist kein Spion mehr. Schon vergessen? Du hast eine Verbrecherkarriere eingeschlagen. Nein, die Entscheidung haben andere für mich getroffen. Philippa hat mich gezwungen, aus Redanien zu fliehen. Raduvid hat mir die Rückkehr verweigert. Was für eine traurige Geschichte, Dijkstra. Sie bricht mir das Herz. Aber könntest du bitte wieder zur Sache kommen? Ja, gewiss. Geralt, wärst du so gut und würdest die Frage beantworten? Hat er dich beauftragt? Ich habe aber nur ihr Versteck gefunden. Worauf willst du hinaus? Wir können Philippa einspannen, ohne sie einzubeziehen, wenn du mithilfst. Raduvid erwartet, dass du ihn aufsuchst und über sie informierst. Du musst nur ihren Namen nennen. Andeuten, dass du eine Spur hast, die du verfolgst. Oh, das wird er schlucken. Haken, Schwimmer und halbe Rute. Nehmen wir an, Raduvid beißt an und glaubt mir. Und das ist durchaus nicht sicher. Was dann? Du sagst ihm, dass du Philippas Versteck gefunden hast. Irgendwo, wo wir gut eine Falle stellen und zuschlagen können. Ideen? Brücke zur Tempelinsel. Beidseitig bebaut. Viele Winkel und Durchgänge.
einfach vom Rest der Stadt zu isolieren. Guter Einfall. Ich teile meine Männer auf. Die Hälfte ans eine Ende, die andere ans andere, zum Tor. In der Mitte wartet Wes mit einer gut geölten Armbrust. Siehst du, Geralt? Wir wollen sonst nichts, als dass du Radovid zu einem Spaziergang einlädst und zur Brücke bringst. Den Rest erledigen wir. Was sagst du? Ich bin dabei. Aber was dann? In der Stadt wird es einen Aufstand geben, vielleicht sogar Panik. Wir brauchen einen Ort, an dem wir untertauchen können. Darüber habe ich schon nachgedacht. Erinnerst du dich an Madame Irinas Theater? Das steht leer, niemand schaut da rein. Thaler und ich warten dort auf euch. Ihr wartet auf uns? Euren Hals wollt ihr also nicht riskieren? Darum geht's nicht. Dijkstra und ich haben scheißverdammt viele Vorzüge. Aber wir taugen zu Kämpfern so viel wie zu Schönheitsköniginnen. Keine Sorge, Geralt. Meine Leute sind kampferprobt. Die machen das schon. Du musst ihnen nur den König bringen. Ich tue, was ich kann. Wo liegt sein Schiff denn gerade? Gerade um die Ecke im Hafen von Novigrad. Und um deinetwillen hoffe ich, dass er gute Laune hat, wenn du vorbeischaust. Die Brücke muss frei sein. Dafür sorgen meine Jungs schon. Die Wachen beim Tempel, was ist mit denen? Kommen die nicht angeschissen, wenn sie den Kampf sehen? Nicht, wenn man sie ordentlich bezahlt. Philippa, was zur Hölle machst du hier? Geralt, frag nicht, wenn du die Antwort kennst. Das wirkt dämlich. Ich belausche euch natürlich. Mit großem Interesse. Und gewissem Erstaunen. Und was genau erstaunt dich? Deine Blauäugigkeit. Glaubst du wirklich, dass Radovid auf so einen plumpen Trick reinfällt? Radovid hat den Verstand verloren. Der denkt nicht mehr rational. Darum kann es durchaus sein, dass er beschließt, dich zu foltern, selbst wenn du mich in Ketten vor ihn schleifst. Einfach so. Philippa, warum sagst du mir das? Machst du dir solche Sorgen um mich? Ach was, weil ich es für wichtig halte, dass Radovid stirbt. Meine Hilfe willst du nicht, aber ich werde tun, was ich kann, damit du es wenigstens nicht versaust. Hier, nimm dies. Ein Ring. In den Rubin ist ein redanischer Adler graviert. Er hat Wisimir gehört. Radovids Vater. Gib ihn Radovid, dann glaubt er vielleicht, dass du mich erwischt hast. Er könnte dir sogar vertrauen. Nützlich, danke. Keine Ursache. Ich würde noch viel mehr tun, um Radovid loszuwerden. Glaub mir. Viel Glück, Geralt. Du wirst es brauchen. Sag ich nie nein. Brauchst auch Geld, wie? Zu Rum- und Abendbrot sag ich nie nein. Warum erst morgen kaufen? Hör auf damit, du machst mich ganz nervös. Scheiße, das ewige Feuer geht aus. Monster unterm Bett. Hilfst du mir? Oh.
Redanien. Hexer Geralt, was willst du? Eine Audienz. Ich habe neue Informationen über Philippa Eilhardt. Ich muss deine Waffen behalten. Folge mir. Eure Majestät, der Hexer mit Neuigkeiten über Philippa Eilhardt. Hoffentlich hast du diesmal etwas Besseres dabei als magische Kristalle. Ich weiß, wo sie ist. Vielleicht. Oder du willst mich reinlegen, wie die anderen. Welche anderen? Weißt du, es geht das Gerücht, dass ich Informationen über Eilhardt mit Gold aufwiege. Da an Dummheit und Gier niemals Mangel herrscht, standen die Leute schon bald vor dem Schiff Schlange. Zuerst kam ein Jäger. Der brachte mir eine tote Eule ohne Augen. Dachte, dass ich ihm glaube und ihn mit Gold überschütte. Ich ließ ihn blenden und mit einem Stein am Hals über Bord werfen. Dann kam der Postmeister von Ochsenfurt. Der behauptete, einen Brief von ihr zu haben. Natürlich gefälscht. Dem ließ ich die Finger abschneiden. Er wird nie wieder schreiben. Ach, und seine Zunge. Die gesprochene Lüge ist nicht weniger verwerflich. Ich muss nicht erwähnen, dass sich der Rest der Schlange rasch auflöste. Ich bin Fachmann und habe einen Ruf zu verlieren. Ich müsste dumm sein, mit leeren Händen herzukommen. Der Ring meines Vaters. Damit hat Philippa ihre Dekrete signiert, um sie als Wort des Königs auszugeben. Wo ist sie? Vor eurer Nase, Herr. In Novigrad, in einem Haus auf der Brücke zur Tempelinsel. Warum hast du sie nicht hergebracht? Dazu müsste ich sie einfangen. Ich habe sie nur aufgespürt und zum Beweis den Ring gestohlen. Hast du Angst vor ihr? Nein, ihr wollt sie selbst umbringen, eigenhändig, das weiß ich. Du kommst mit mir. Ruprecht, hol die Männer. Wie viele, Herr? Alle. Nun, wo ist sie? Wo ist Philippa? Wie ich sagte, im Haus auf der Brücke, näher am anderen Ende. Sperrt dieses Ende ab. Wir brauchen keine Gäste, keine unschuldigen Passanten und keine Zeugen. Damian, Joke, Egbert, Fred, Kaspar, ihr bleibt hier und sichert das Ende. Und tötet den Hexer. So belohnt ihr die, die euch dienen? So bestrafe ich die, die mich verärgern. Du weißt zu viel. Du stehst mir zu oft im Weg. Und deine Arroganz ist widerlich. Ich habe Leute wegen weniger getötet. Mir nach! Irgendwelche letzten Worte? Scheiße! Befreit den Hexer, dann zu Raduvid. Halt durch, Daniel! Wir kommen! Oh.
Danke für eure Hilfe. Der Plan ist im Eimer. Was soll's? Wir improvisieren. Komm mit, Geralt. Wir müssen Radovid erwischen, bevor Verstärkung eintrifft. Hättest nur bitten müssen. Na, jetzt sind wir endlich. Und das kam von Herzen. Vergebt mir. Ich konnte mir dieses Vergnügen nicht versagen. Wie hat sie... Woher? Warum? Verfickt wie... Sie hat uns belauscht. Beim Lagerhaus. Was? Und das fandest du nicht erwähnenswert? Leute, besprechen wir das später. Radovid ist tot. Durch wessen Hand das spielt keine Rolle. Die Mission ist erfüllt. Und jetzt verschwinden wir von hier. Gleich wird sie von Redania nur so wimmeln. Dann los. Und? Habt ihr es geschafft? Ja, wobei nicht alles nach Plan gelaufen ist. Später mehr dazu. Jetzt erstmal ein starkes Getränk und einen Trinkspruch. Auf den Norden! Auf Temerien! Auf Temerien! Auf Temerien, verdammt! Ist das nicht voreilig? Radovid ist tot. Aber bis zu einem freien Temerien ist es noch weit. Der Krieg ist noch lange nicht vorbei. Du irrst dich. Morgen Mittag unterzeichnet der Kommandant der zentralen Heeresgruppe in Emhirs Namen einen Waffenstillstand, dessen Wortlaut mit Dijkstra abgestimmt ist. Das heißt also in Velen, als die Trolle dich geschnappt haben? Ja, da kam ich von den letzten Verhandlungsrunden zurück. Emhir behält Edirn und Lyrien,
Aber gegen Radowitz Kopf und das Ende der Partisanenaktion zieht er sich aus Temerien zurück. Welches ein Vasallenstaat des Imperiums wird. Mit autonomer Regierung, mit eigenen Gerichten und Verwaltungsstrukturen, mit eigener Armee. Die Silberlilien werden unter den Strahlen der großen Sonne erblühen, würde ich sagen, wenn ich Poet wäre. Aber ich bin keiner und sage nur, dass das unsere einzige beschissene Chance war. Ihr habt mir nicht die ganze Wahrheit gesagt. Da hast du recht. Wir wissen ja, dass du Politik nicht leiden kannst. Darum haben wir eher die Zauberer und so betont. Wär's abgetan, so wie's getan. Wär's gut, es wär schnell getan. Dass mit dem Stoß einmal für immer alles sich abgeschlossen hätte. Wie bitte? Wagmet, erster Akt, siebente Szene. Das wollte ich schon immer spielen. Ich hab's bisher nur zum Hellebardenträger gebracht. Geralt, vergiss, was Thala gesagt hat. Es gibt keinen Waffenstillstand mit Nilfgaard. Redanien wird den Kampf unter meiner erlauchten Herrschaft fortsetzen, bis zum Sieg. Und dann wird es den Norden vereinigen. Temerien eingeschlossen. Was? Wie? Das ist gegen die verdammte Absprache. Stimmt. Wir hatten auf der fragwürdigen Souveränität eines der Königreiche bestanden. Und dazu haben wir M hier praktisch alle anderen Königreiche ausgeliefert. Keine weise Wahl. Also wird nichts daraus. Du verlogener Hund! Das lasse ich nicht zu! Du, Roche, solltest der Erste sein, der begreift, dass ich keine Wahl hatte. Warum zum Teufel sollte ich das? Weil auch du ein Patriot bist. Geralt, das hier betrifft dich nicht. Du kannst gehen. Alles Gute auf deinen Wegen und so weiter. Ich kann nicht zulassen, dass du sie tötest, Dijkstra. Pech. Dann stirb mit ihnen. Bringt sie alle um. Hört endlich auf, mit seinem Schwert zu rennen. Jetzt! Verfickte Scheiße! Bums mich der Troll! Das war knapp. Verdammt knapp. Er ist mitnichten vorbei. Der Gesandte, der die Nilfgaarder morgen treffen sollte. Sicher will Dijkstra ihn töten lassen. Wir müssen ihn beschützen. Tut mir leid. Das müsst ihr machen. Ich hab... Die Schnauze voll von Politik, ist klar. Komm nach Vysimar, wenn alles vorbei ist. Da wirst du mit allen Ehren empfangen. Leb wohl, Wolf.